Grüße euch, meine Lieben, zum Frauener Wochenorakel vom, jetzt muss ich gucken, vom 19. bis zum 25. Februar 2018. Ja, schön, ich habe mir 2 Tage freigenommen, für Fasching zu feiern, aber ich wollte unbedingt die Arbeit noch fertig machen, habe dann bis nachts um 1 noch gearbeitet, musste früh raus, war so ja, zu müde, um mittags um 13 Uhr noch ein Gespräch mit dem Halbbruder von meinem ehemaligen Hausmeister zu reden. Na, wollte ich sowieso nicht. Aber spielt ja überhaupt gar keine Rolle, ne? Ich musste einfach auf meinen Zug fertig aus. Ja. Eigentlich wollte ich noch eine Woche aussetzen, mich auf die Monatsorakel konzentrieren. Hab jetzt aber intuitiv gedacht, komm, dass ihr hier nicht warten müsst. Auf jeden Fall habe mich hier mit den Stäben mitunter mit Energie aufgeladen. Und für die erste Legung haben wir hier so einen flachen, runden Glasstein. Mitunter auch die blaue Lennemond-Karten. Für die zweite Legung haben wir den bisschen eckigen, hellblauen Glasstein und für die dritte Legung den eckigen dunkelblauen Glasstein. Auch hier, da haben wir jetzt die blauen Eulen und in der Mitte Sabinata. Okay. Dürft ihr in euch gehen und euch mitunter auch leiten lassen, welche Legung ihr mitunter ihr euch entscheiden möchtet. Ich beginne mit der spirituellen Geldbewusstseinskarte von Thorsten Weiß. Ich weiß, dass ich genau die Realität erschaffen kann, die ich möchte. Super. Darauf legen wir gleich mal einen Rosenquarz. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Und die Krafttierkarte für uns für diese Woche ist der Aal. Holla. Der Aal steht hier mitunter für den Neid. Also massiver Neid mitunter. Mach die neidvollen Energien in deinem Umfeld aus, die dein Wohlbefinden beeinträchtigen. Schütze dich vor ihnen und dein Leben kommt wieder in Fluss. Affirmation: Ich schütze mich jetzt gegen energetische Beeinträchtigungen. Ja, genau diesen Ring habe ich mir mitunter bestellt. Habe ich gar nicht an. Naja, okay. Ich habe gedacht, der passt so wunderbar zu der Decke. Okay. Dann bei den Monatsorakeln. Ja, meine selbstgestaltete Kerze. Mal die andere Seite. Die habt ihr die letzte Woche schon gesehen. Kommen wir hier ein bisschen mehr zu dem Silber. Grün, also das in der Mitte ist eher eine grüne Spirale, wirkt jetzt vielleicht ein bisschen sehr dunkel. Und oben und unten habe ich eine dunkelblaue Spirale gewählt. Weil zumindest die erste Kerze, die ich angefangen habe zu bearbeiten, der hat am längsten gedauert, bis der Wachs immer durchgetrocknet war. Und dafür habt ihr ja schon andere gesehen, die ich hier im Herbst und auch zur Weihnachtszeit mitunter verbringe. Ja, mehr zum
Herbstzeit verbrannt habe. Okay. Ich gehe davon aus, dass ihr euch schon entschieden habt. Und dann beginnen wir mit der ersten Legung. Welche Göttin haben wir denn hier? Wir haben hier die Brigitte, die Inspiration. Brigitte kommt zu dir, um deine Inspiration anzufachen. Fehlt es dir im Moment an Energie, an Motivation, an Zielstrebigkeit? Hast du auf deinem Weg ein wenig die Richtung verloren oder wünschst du dir in deinem Leben mehr Klarheit? Verspürst du eine tiefe Sehnsucht, doch du weißt nicht wonach? Es sieht so aus, als sei es höchste Zeit für die knisternde Spannung der Inspiration. Auch Brigitte ist der Meinung, dass ein Leben ohne das Feuer der Begeisterung doch wirklich langweilig sein müsse. Sie rät dir, dein Leben von ihrem Feuer erleuchten zu lassen. Wenn die Inspiration dich leitet, wird dein Leben klarer. Du gewinnst an deine Energie zurück und es gelingt dir, deine Prioritäten zu setzen. Das Ritual ist Besuch bei Brigitte. Ja, ich habe ja auch so die letzten Wochen immer wieder die Kreativität mitunter drin gehabt und habe jetzt wirklich dadurch, ja, bald 2 Jahre, wo ich nicht mehr kreativ war, zumindestens was den was CompArt betrifft, Computerkunst. Und war jetzt ein Angebot für Student Suite Cocheltraw X8 mit Tablet. Und ich so, ja komm, jetzt habe ich so oft mir ein Tablet gekauft. Das erste hat über 400 D-Mark gekostet. Noch zur Studienzeit, da hatte ich kein Geld für AutoCAD-Programm. Das zweite hat nur 50 Euro gekostet. Da war der Stift, kam beim vorletzten Umzug, kam der Stift weg. Und da ich denke, ja komm, ich habe jetzt, ja, es ist merkwürdig. Zuerst geht mein PC kaputt und dann habe ich einen Schlaganfall. Ich verstehen muss man es jetzt nicht. Ja, aber ich habe jetzt vor 2 Jahren keinen Schlaganfall gehabt, Gott sei Dank. Ja, jetzt habe ich auch mal wieder rumgebastelt und vor lauter Laute sogar mein Fußballspiel verpasst. Jetzt hat man sich schon Sky geholt, ne, für Fußball zu gucken. Na, nach den vielen OPs wusste ich ja, ich komme nicht vor die Tür. Dann wollte ich ihn auf jeden Fall sehen. Ich so, das dritte Spiel, das ich verpasst habe, na schlack nochmal. Aber er sollte jetzt nicht darauf verzichten. So, also, und wenn es irgendwie, ja, Musik ist, Kopfhörer aufziehen, Musik hören, deine Wohnung umzugestalten, vielleicht möchtest du schon mit der Frühjahrsdekoration anfangen, ich habe die ganze Zeit immer das Hellgrün im Kopf, ja, wo ich irgendwie gerne, mit Buddha und ja, es ist in so einem schönen hellen Grün mit untergestalten möchte, dass man sich auch mal sieht, ja, wie man sich so entwickelt auch im Laufe der Jahre. Und oder du fängst hier mitunter auch schon mit Pflanzen an. Tomatenstöcke oder Paprikastöcke schon langsam so anzuziehen. Also mir sind schon welche kaputt gegangen, weil man normalerweise wirklich hier im November, Dezember anfängt. Und bis jetzt ist mir ein einziger Stock übrig geblieben. Aber der ist noch nicht so groß. Ich weiß nicht, was es ist. Das wird sich überraschen. Ich werde es euch irgendwann verraten. Wir kommen zu deinen beruflichen Tendenzen. Wir haben hier erstmal das Zuhause. Und ich deute wieder mit dem Buch von Iris Trepner, die Sibylle der Salons.
zumindest die berufliche Karte. Endlich können sie sich einen Traum erfüllen und ihr Beruf von zu Hause aus üben. Sie richten sich ein Büro oder ein Atelier ein und empfangen dort, falls vorhanden, auch ihre Kundschaft. Oder sie machen Telearbeit für ein großes Unternehmen. Im Bereich Internet, Telekommunikation oder einer anderen Freude bringenden Tätigkeit. Na, beispielsweise wie ich, gut, ich bin ein bisschen erschrocken, wie ich gelesen habe, nicht für kommerzielle Zwecke geeignet. Aber mich jetzt nach fast 18 Jahren hier wieder im Korreltor recht zu finden, ist es genau richtig, bin ich der Meinung. Und schauen wir einfach mal, ja? Zum Thema Liebe habe ich hier mitunter drei Karten. Wir haben hier mitunter das Zwischen, also die Beziehung, ja, wo sich hier vielleicht eine Dame, Mutter oder auch Tante, also hier habe ich mit Sarg, ist es eher eine ältere Dame, eine Witwe, ja. Entweder, dass du hier in eine Beziehung gehst mit einer älteren Dame oder ein kompletter Neuanfang mitunter entsteht. Ich hoffe nicht, dass sich hier die Mutter mitunter in deine Beziehung mitunter einmischt. Ich glaube auch, falls man hier zur Faschingszeit, einen Partner zur Faschingszeit, jemanden kennengelernt hat und hier eine Affäre angefangen hat, dass es nicht von Dauer ist, dass es auf jeden Fall mitunter hier auch enden wird. Ja, wir schauen uns gern mal die Kombinationen mitunter an. Ja. Hier bei Iris Treppen haben wir ja jetzt alle. Und Thema Ring. Ring und Schlange. Frau ist gebunden. Eventuell ältere Frau. Und von Alexandra Weng ist es ungefähr ähnlich. Und zusätzlich mit, also Ring und Sarg, Ende einer Beziehung oder auch Kündigung. Aber der Sarg steht mitunter auch für einen Neuanfang. Jetzt möchte ich noch eine weitere Deutung hinzuziehen. Die Schlange und der Sarg, Ärztin, kranke Frau, Rentnerin, Schreck für eine Frau. Ja, vielleicht erschrickt man hier auch vor etwas. Und hier mit dem Ring, also Sarg und Ring, gebundene Frau. Aber auch Vertrag abschließen, ne? Also, vielleicht tritt man auch vor den Traualtar. Das ist mitunter auch möglich. Ja? Aber in erster Linie, tja, es kommt halt auf die Einstellungen mitunter drauf an. Wenn man sagt, ja gut, wenn man 20, 25 Jahre verheiratet ist, kann es vielleicht mal vorkommen. Oder man ist frisch zusammen und ist ein Fehltritt passiert. Ich kann mich noch dran erinnern, dass ihr da letzte Woche aufpassen solltet. Aber ich weiß auch, dass ich sehr spät gepostet habe. War ja halt etwas länger unterwegs auf der Messe. War aber auch sehr interessant. Ich habe jetzt keine Neuheiten mitgebracht. Ich verrate sie jetzt nicht. Also auf jeden Fall Kopf hoch. Wenn wir jetzt die Quersumme hier mit unternehmen, dann haben wir 32. Moment, 32 und 8 ist 40. 40 und 4
Nehmen wir jetzt einfach mal die vier mitunter hier auch her, wie wir jetzt auch im Beruflichen haben. Liebe, jetzt kommt die Zeit, in der sie sesshaft werden. Der richtige Partner findet sich bereits an ihrer Seite oder tritt sehr bald in ihr Leben. Konkrete Zukunftspläne werden demnächst geschmiedet. Themen wie Heirat, Kinderkriegen oder Erwerb eines Eigenheims beschäftigen sie und werden mit gemeinsamer Begeisterung zum Lieblingsthema erklärt. Okay, und deine Amors Botschaft? Für immer, ihr beide seid in Ewigkeit gesegnet. Das hört sich doch schon mal gut an. Vom Osozin-Tarot haben wir hier mitunter auch nochmal die vier. Nee, ist nicht die vier. Ich habe gedacht, dass sie. Wir haben hier mitunter die Heilung. Ja, wir haben auch den Neumond hinter uns gelassen, so ein bisschen auch abgeschüttelt, können jetzt hier auch wieder in unsere Kraft mitunter auch kommen. Ja. Und habe vielleicht auch von Vadim Chensky mit den Pharaonenstäben hier. Und ich habe mir jetzt zufälligerweise diesen Bergkristallen ja bestellt. Und dann war hier der mit dem Hämatit auch im Angebot. Und ich dachte, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Mich hier mit der Kraft auch, ob das auch geht. Kraft aufzuladen, ist so spitze. Wahnsinn. Genial. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich eher als erstes Amethyst und Rosenquarz als Obelisk hier mitunter habe. Und ich finde es richtig, richtig stark. Also ich finde es richtig genial. Ja, die Heilung für dich. Ich wollte es abkürzen, ne? Jetzt schweife ich hier wieder aus. Du trägst eine Wunde. Mit dem Ego ist ein ganzes Dasein eine Wunde. Und du trägst sie mit dir herum. Keiner ist daran interessiert, dich zu verletzen. Keiner wartet darauf, dir weh zu tun. Alle sind damit beschäftigt, ihre eigenen Wunden zu schützen. Wer hat schon genug Kraft? Dennoch geschieht es, weil du bereit bist, dich verwunden zu lassen. Du stehst bereit, wartest geradezu darauf, dass etwas passiert. Wer im Tau ist, dem kann man nicht wehtun. Warum? Weil niemand da ist, dem man wehtun könnte. Es gibt keine Wunde. Es ist gesund, geheilt, ganz. Das englische Wort whole. Ganz heil ist schön. Heilen kommt von heil. Und das Wort heilig kommt auch daher vom Ganzen. Er ist heil, geheilt, heilig. Sei dir deiner Wunde bewusst. Lass sie nicht größer werden. Lass sie heilen. Und sie heilt nur dann, wenn du an ihre Wurzeln gehst. Je weniger du im Kopf bist, desto eher wird die Wunde heilen. Lebe ein kopfloses Leben, sei total in allem, was du tust. Versuche 24 Stunden lang alles total zu akzeptieren, egal was passiert. Jemand beleidigt dich, du akzeptierst es, reagier nicht, schau, was passiert. Plötzlich spürst du eine Energie in dir fließen, wie du sie nie zuvor verspürt hast. Okay, dein Engel ist mitunter die Vertrautheit. Vertraut sein ist Liebe, ist Hände reichen, ist Dasein ohne Erwartung, ohne Forderung. Du lebst nicht für dich allein, du hast Verantwortung, mach dich vertraut mit allem, was ist.
dein Herz, deine Rose. Ich gebe dir jetzt hier einen Rosenquarz mit unter zum Heilen, dass dir mal ein bisschen Energie leiten kann, um diesen Schmerz, den du vielleicht hier mit dir rumträgst, zu heilen und die Wunde zu schließen. Wir kommen zur zweiten Legung. Du hast hier Kühldepsis, die Synthese. Kühldepsis gleitet in dein Leben, um dir zu sagen, dass der Weg zur Ganzheit über die Synthese führt. Es ist jetzt an der Zeit, alle auseinanderstrebenden Anteile, alle gegensätzliche Aspekte deiner selbst zusammenzubringen. Vielleicht steckst du gerade in einem Konflikt oder siehst dich großen Widerständen gegenüber. In der Vereinigung der Gegensätze kann die Lösung liegen. Oder du spürst, wie sehr deine Energie, deine Lebenskraft zerstreut ist und in zu viele verschiedene Richtungen fließt. Ein anderer Aspekt von mangelnder Synthese zeigt sich häufig in dem Versuch, auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Zu viele Eisen im Feuer zu haben. Suche jetzt nach dem alles verbindenden roten Faden, damit deine wesentlichen Bedürfnisse erfüllt werden, indem du lernst, auf die unterschiedlichen Anteile in dir zu hören und auch weit auseinanderstrebende Positionen, die auch in deiner Familie, unter deinen Mitmenschen oder in deinen Partner auftreten könnten, zu verstehen. Schaffst du die Voraussetzungen für deine Heilung, erst wenn du alle Teile gewürdigt werden und ihre Berechtigung erkannt sind, können sie zu einer harmonischen Ganzheit verschmelzen und eine Synthese entsteht. Das größte Geschenk für das Ganze liegt oft in den Aspekten, die zunächst am weitesten auseinanderlagen. Tut mir leid, heute schneit schon den ganzen Tag, richtig heftig, ja. Das heißt, wir haben Gefrierpunkte. Und ich weiß nicht, irgendjemand versucht hier wohl einen Baum zu fällen oder was, schon den ganzen Tag. Und ich glaube, der versteht die, das weiß es nicht, der sollte das mal durchlesen. Also der hat mit Sicherheit keinen Schnittschein, hier überhaupt irgendetwas zu fällen. Ja. Also ich glaube nicht, dass irgendein Waldarbeiter zu dieser Jahreszeit und wenn so Schnee liegt, einen Baum fällt. Vor allen Dingen noch bei Minustemperaturen. Und ich glaube, mit so einem Laubgebläse kann man auch keinen Schnee wegblasen. Das kann es auch nicht sein. Ich tut mir leid, muss gerade lachen. Oh. Was ich jetzt allerdings, was mich mitunter bewegt, ist so, dass auch das Palmöl, ja, dass das so in Indonesien so viel dafür abgeholzt wird. Und jetzt lese ich auch, habe ich auch noch einen Teil gelesen. Also es gibt 80 Begriffe und da ist sogar Sorbit mit dabei. Und habe ich gewusst, mir ist ja kein Wunder, dass ich da darauf allergisch reagiere. Okay. Deine beruflichen Tendenzen für diese Woche. Wir haben hier die 20, die Öffentlichkeit. Es lockt ein einmaliges Angebot im Bereich Publikumsverkehr. Das kann in der Gastronomie, im Verlauf oder in der Öffentlichkeitsarbeit sein. Oder ein Unternehmen mit viel Laufkundschaft ist an ihrer Mitarbeit interessiert. Und zum Thema Liebe. Jetzt haben wir das Zuhause hier mitunter.
was sehr harmonisch wirkt, auch ja, Toskana-mäßig, ja. Wir haben hier mitunter den Streit, ja, im den anderen Lernemann-Karten ist es mitunter die Sense, wo auch auf den Herbst hindeutet. Also es kann auch anregende Diskussionen mitunter sein, ja. Das muss jetzt nicht in einen Streit mitunter ausufern. Und vielleicht gibt es kleine Zwistigkeiten, wo man vielleicht noch keine Entscheidung trifft, welchen Weg geht man hier mitunter auch weiter. Wir schauen einfach mal, was die Karten von Iris Trepner mitunter hier mitgeben möchten. Das Buch von Iris Trepner mitgeben möchte. Dann hatte ich auch gleich das Buch, aber das ist ja die 26. Hier habe ich also die 22 mit der 4. Entscheidung im oder für ein Haus oder auch sogar zwei Wohnsitze. Dann haben wir hier die Route, verschiedene Richtungen, entscheidende Gespräche, mehrere Entscheidungen. Was er jetzt hier mitunter auch sehr gut passt. Wenn man hier jetzt die Quersumme hernimmt, wenn man 15, 17, 7 und 30, nee, Moment, Quatsch, doch, 37, 10, Entscheidung ist bereits gefallen. Ja, vielleicht wisst ihr auch schon, wie es hier mitunter auch weitergehen soll. Okay, wir schauen aber noch hier die Sense, Thema Liebe. Ein radikaler Umbruch steht bevor. Er ist notwendig, damit sie wieder zu sich finden und sich nicht länger von ihrem Partner fremdbestimmen lassen. Eine Bewusstseinserweiterung findet statt. Eine neue Liebe wartet schon auf sie, die viel besser zu ihnen passt. Sie fördert und dafür sorgt, dass sie reifen und sich weiterentwickeln können. Heute ist ein Tag, an dem Sie diese Energie im besonderen Maße spüren. Huh, wow. Okay, Amors Botschaft. Habe die Kraft, Nein zu sagen. Oder zu gehen. Die Kraft. Das habe ich. Ja, so komischer Chaot an Fasching. Und so, oh Gott, wie ich wusste, wer er ist. Wissen, war ich dann auch froh, dass ich in Lüder los war. Nix wie weg. Naja, Schicksal. Und bin dann aber auch nicht mehr zurück. Ach ja. Wir haben die nächste Karte und zwar die Projektionen. In einem Kino schaust du auf die Leinwand, du schaust nie nach hinten, der Projektor steht hinten. Der Film ist nicht wirklich dort auf der Leinwand. Er ist nur eine Projektion von Licht und Schatten. Der Film existiert nur hinten, aber dort schaust du nie hin. Dort steht auch der Projektor. Dein Kopf steht hinter allem, was dein Kopf ist, der Projektor. Aber du schaust immer auf die anderen, denn die anderen sind die Leinwand. Wenn du verliebt bist, sieht der andere wunderschön aus, ohne Gleichen. Wenn du hasst, scheint dieselbe Person die allerhässlichste zu sein und du merkst nicht einmal, dass dieselbe Person das hässlichste oder der schönste Mensch der Welt sein kann. Deshalb kannst du nur dann die Wahrheit erkennen, wenn du lernst, wie man unmittelbar schaut, wie man ohne die Hilfe des Kopfes schaut. Die Aktivitäten des Kopfes sind das Problem, denn der Kopf kann nur Träume produzieren. Weil du dich so
aufregst, sieht der Traum plötzlich wie Wirklichkeit aus. Wenn du dich zu sehr aufregst, bist du vergiftet. Dann bist du nicht bei Sinnen. Dann ist alles, was du siehst, nur eine Projektion. Und es gibt so viele Welten, wie es Köpfe gibt, da jeder Kopf in seiner eigenen lebt. Hast du einen klaren Blick oder ist er vernebelt von dem, was du gerne sehen willst? Tja, wenn man sich das so überlegt, ja, ich habe noch gedacht, ach, meine Freundin hat geschickt, ja, wo geht die denn hin und kann man dort überhaupt hingehen? Nicht so, wie man nachgefragt hat, ging die davon aus, dass der tot ist. Ich habe einen Toten gesehen an Fasching. Naja, gut. Eine Projektion. Also habe ich jetzt eher das Positive in erster Linie gedacht. Ja, kann aber wiederum nicht sein. Also, naja gut, vielleicht habe ich ihn da doch nicht gesehen. Egal, schauen wir weiter. Ich habe ihn definitiv nicht mehr gesehen. Weg war er. Wir haben hier den Engel der Geborgenheit. Fühle dich geborgen, du bist beschützt im Kleinen und im Großen. Nichts kann dich verletzen, du bist immerzu heil. Und wir kommen zur dritten Legung. Und wir haben hier die Göttin Osun, die Sinnlichkeit. Ich hatte auch zusätzlich Kali gezogen und dass man hier auch so ein bisschen über seinen eigenen Schatten mitunter ausspringt. Ja? Und ich wollte es einfach auch nicht zu lang machen, aber ich wollte es hier mitunter auch erwähnen. Vielleicht zieht man tagtäglich so die Alltagskleidung an und ja, Mütze, du kannst dich trotzdem hübsch machen. Also ich habe unbewusst heute schon damit angefangen. Sollte man eigentlich immer tun. Ja, Osun, die das ist ja der Mythos. Osun erscheint verführerisch in deinem Leben und bringt dich dazu, dich deiner Sinnlichkeit zu erinnern und sie zu ehren. Wenn du dich mit mehr Zeit... dir mehr Zeit und Aufmerksamkeit deinem Körper widmest, allen deinen Sinnen, deiner Sinnlichkeit Spielraum gibst, dienst du deiner Ganzheit. Osun sagt dir, dass für deine Sinnlichkeit jetzt eine gute Zeit ist. Sie lädt dich ein, ihr zu folgen. Ja? Also, jede Frau hat einen gewissen Gang und ja, ist auch ein Wohlfühlbad mitunter auch zu nehmen. Ein Wohlfühlbad mit Düften. Und ich habe mich jetzt richtig verwöhnt zum Beispiel, ja, noch bevor ich den Karten gezogen habe. Und schön eingecremt bei dem kalten Wetter. Und dass man dann auch wieder so eine Schutzschicht hat. Schön warm angezogen, Unterhemd drunter, extra lang, ja. Ich weiß nicht, ob ich das dem Kumpel jemals wieder zurückgebe. Naja. ich liebe es. Mal schauen, ich frage mal nach. Ansonsten hätte ich gern noch welche. Könnte man gleich als Kleid tragen. Super. Und mit den Farben, ja, sie hat jetzt hier mehr Gelb und Orange, ja, eine wunderschöne braune Teint, ja. Und ich habe mich jetzt auch in den Erdtönen mitunter auch gekleidet. Und ja, so für kleines Wohlfühlprogramm, eine Maske aufgetragen mit Schokoladengrill, mit Vollmilchschokolade. Ja, ich habe probiert, aber so gut schmeckt sie jetzt auch nicht, die Maske.
Irgendwann war sie dann trocken und ja, abgespült und ja, so kleines Ritual. Nun, also hier auf jeden Fall, wenn du rausgehst, dich hübsch machen. Vielleicht auch mal einen Tag mehr duschen. Ja, wenn du jetzt nicht täglich duscht, dass man wirklich dann 3 Tage diese Woche einlegt, um sich ins Wasser reinzulegen. Ich bin jetzt beispielsweise schon Mittwoch ins Schwimmbad und habe 3 Stunden im Whirlpool gelegen. Na, sowas hat auch nicht geschadet. Wir waren aber in allen anderen Becken, die das Wasser einfach zu kalt. Okay, kommen wir mal weiter, bevor es dann doch noch zu lang wird. Und beruflich haben wir hier mitunter den Schlüssel. Bei Iris Treppner ist es jetzt hier, der Schlüssel ist eine Trumpfkarte. Ihre beruflichen Pläne und Vorhaben werden Realität, selbst wenn Sie sie für ferne Visionen oder Traumschlösser halten. Sie rennen mit ihrem Anliegen offene Türen ein und haben springende Ideen, die sich später bezahlt machen. Na, das hoffe ich doch. Also ich gehe mal stark davon aus, dass ich mich selber ein bisschen ausbremsen muss, was das Grafiktablett betrifft, dass ich nicht, dass nicht alles andere mit unterliegen bleibt. Unabhängig davon, ob ich jetzt dieses Orakel gewählt habe. Wir kommen zum Thema Liebe. Hier haben wir den Mann. Also es kann sehr gut sein, dass du diesen Mann mitunter, deinen Herzensmann hier mitunter auch triffst, eine Begegnung stattfindet. Vielleicht hat er auch eine Schwester und Bruder oder ist hier mit mehreren Leuten unterwegs. Ja, könnte aber auch gebunden sein. Also die Schlange steht für Mutter, für Tante, für eine weibliche Verwandte, Nichte, kann aber auch eine Geliebte sein, es kann aber auch die Ehefrau sein, die nicht mehr in dieses Konzept mitunter reinpasst, ja. Und das hier mitunter, vielleicht kommt auch hier über eine Dame eine Nachricht von deinem Herzensmann, ja. Wir schauen jetzt einfach mal nach. Iris Treppner haben wir ja den Herzensmann mitunter dabei. So. Aber ich muss nicht in allen Deutungen mit ihr übereinstimmen. Das mag ich nicht so. In manchen Dingen bin ich nicht so davon begeistert. Also, in allererster Linie, ja, der Herr, er ist sportlich. Also, würden wir sagen, groß, schlank, sportlich. Jetzt geht's hier mehr um seine, eigenen Ding. Also, und die Kombination Mann und die Schlange fremdbestimmt. Stimmt durch dominante Frau, Partnerin, Mutter oder auch Chefin. Na, das wollen wir jetzt eigentlich auch nicht. Ne? Das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt in unserem Leben. So ein Hampelmännchen, der sich hier von jemand anderem mitunter bestimmen lässt. Ja? Manchmal steht auch die Schlange, also nicht immer, ja. Für Verrat und auch Verlust, jemand, wo nicht unbedingt positiv über einen redet. Aber jetzt allein schon durch die Skatkarten steht die Kreuzdame definitiv für die Mutter, auf jeden Fall für mich. Das waren so die ersten Karten, wo ich Karten gelegt habe. Und dann haben wir hier mitunter die Herz 9. Es geht ist, und das Zuhause. Es geht auf jeden Fall auch mitunter um deinen Seelenpartner. Ja?
Wir schauen uns, es ist 35, 36. Christlich, geistlich, geistig interessiert. Vielleicht ist er auch spirituell. Ich habe mal auch die Karten gelegt, ja, eine Neunerlegung, dann waren die Schlange mitunter dabei. Und dann nahm ich aber, waren die Sterne noch mit dabei, glaube ich. Und war ich so eifersüchtig auf diese Schlange, ja. Und wie ich dann Iris Trepner Buch hinzugenommen habe, um es zu deuten, was jetzt eher meinen Berufsstand, ja, wenn man das jetzt als Beispiel mitunter hierher nimmt. Wir haben jetzt den Mann mitunter hergenommen. So, die sieben mit dem Herrn, Mann mit Mutter, Mann mit Geliebter und hier Schlange mit dem Reiter, Telefonat, meist ältere Frau, Mutter, Freundin. Ja, vielleicht verwischt man ihn, dass er sich hier mit seiner Mutter unterhält. Ja, wer weiß, vielleicht muss er sie auch irgendwo hinbringen oder das Auto ist kaputt. Man weiß es, man steckt ja nicht drin. Wenn wir jetzt den Reiter hierher nehmen mit der Schlange, Telefonat, meist ältere Frau, Mutter, Freundin und so weiter, ein Umweg fahren auf Umwegen oder Abwegen sein. Ja, also dann bitte heute keinen falschen Weg einschlagen. Hierher sportlich, beweglich und aktiv. Dann aber bitte langsam laufen, nicht ausrutschen. Ja, könnte ja glatt sein. Wer weiß, wo ihr wohnt. Ach so, 36. Da habe ich's. Das Kreuz kann zweierlei bedeuten. Entweder haben sie eine Partnerschaft, die eher einer Achterbahnfahrt ähnelt und an die Substanz geht. Dann sollten sie sich aus ihr lösen oder sie haben den Partner fürs Leben gefunden, pflegen gemeinsame Interessen und sind füreinander da. Das Schicksal lässt sich nicht umgehen, aber gestalten. Also bitte gestalte dein Schicksal. Nicht die ganze Zeit im Kreis laufen und irgendwann braucht man mal ein Ergebnis, damit man weiß, woran man ist und damit man hier auch eine Entscheidung treffen kann. Amors Botschaft ist hier die Zwillingsseelen. Eure Leidenschaft ist entflammt. Ja, passt ja sehr gut hinzu der Göttin mitunter hier. Dann haben wir im Osen-Tarot haben wir hier die Führung. Du musst nach Führung Ausschau halten, weil du nicht weißt, dass dein innerer Führer in dir verborgen ist. Du musst deinen inneren Führer finden und damit meine ich den beobachtenden Zeugen. Ich nenne ihn dein Dharma, dein inneren Buddha. Du musst diesen Buddha aufwecken, dann wird dich das Leben mit reichem Segen überschütten. Dein Leben wird so viel Gutes und Göttliches ausstrahlen, mehr als du dir es je vorstellen kannst. Es ist beinahe wie Licht, dein Zimmer ist dunkel und du machst es hell. Selbst eine kleine Kerze reicht aus und die ganze Dunkelheit verschwindet. Sobald du die Kerze hast, weißt du, wo die Tür ist. Du musst nicht überlegen, wo ist die Tür. Nur Blinde denken darüber nach, wo die Tür ist. Wer Augen hat, denkt bei Licht nicht nach. Hast du jemals gedacht, wo ist die Tür? Du denkst einfach, stehst einfach auf und gehst hinaus. Du verschwendest keinen Gedanken an die Tür.
Du tastest nicht nach der Tür und rennst nicht mit dem Kopf gegen die Wand. Du siehst einfach und denkst keinen Moment nach. Du gehst einfach hinaus. Okay, und dein Engel, Erzengel Jophiel, die Heiterkeit. Dein wahres Sein ist Heiterkeit. Ich könnte hier jetzt noch schauen nach, was Erzengel Jophiel spricht. Ich lege euch jetzt hier aber erstmal nochmal Licht. Wir kommen zur Ja-Nein-Frage. Ja, ich habe die Augenspitze. So. Dürft ihr euch ein Herz aussuchen? Ich decke auf. Wir haben hier das Nein. Dann haben wir hier automatisch das Ja. Na super, für alle, die sich hier das für dieses Herz entschieden haben. Ich habe auch Erzengel Jophiel von Ulrike Hinrichs, die großen Erzengelkarten. Und wer hier noch eine Sekunde dranbleiben möchte, dem sage ich auch noch Jophiel. Steht hier mitunter auch für Freundschaft, sich von Bewertungszwängen freimachen, die Werte des gerade abbrechenden Wassermann-Zeitalters umsetzen. Das stimmt allerdings auch, wenn der Fisch beginnt. Geistige Klarheit, universelle Wahrheit, Wissenschaft, Unterscheidungskraft, Erleuchtung. Okay, lassen wir uns erleuchten hier. Erzengel Jophiel spricht. Ich bin Erzengel Jophiel, der Lenker des goldgelben Strahls und mache eure Gedanken fließend und weich. Ich nehme euren Gedanken die Härte des Richtens und Bewertens. Dadurch seid ihr zu wahrer Freundschaft fähig und bereit für die Verbrüderung aller Menschen. So führe ich in das neue Jahrtausend und gebe euch Weisheit und liebevolle Gedanken. Der Verstand ist nur ein Werkzeug, die Liebe Gottes und seine Schöpfung auf Erden ausdrücken zu können. Die göttliche Wahrheit offenbart sich in der Zahl 10. Aus einem goldgelben Strahl entspringt die Rose der Wahrheit und Weisheit. Sie ist darum mein Symbol im Zeichen der 10. Ich öffne damit den Kanal zu esoterischen Wissenschaften, aber auch für technische wissenschaftliche Errungenschaften, die das menschliche Leben erleichtern. Ich manifestiere mich im Licht eines Blitzes. Meine Edelsteine sind der Zitrin und der Goldtopas. Ich verwirkliche mich über die Energie des Planeten Uranus und nehme so meinen kosmischen Platz ein, um euch wahrhaftig beizustehen. In Liebe sende ich euch Gottes Wahrheit. Affirmation. Ich bin ein Teil der göttlichen Vollkommenheit. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Viel Erfolg.